So, ist jetzt ein bisschen langsam, aber es ist halt so. Dann kommen jetzt die Schmelzöfen, die wir alle abgerissen haben. Machen wir hier kurz ein Loch. Die kommen jetzt hier hin. Schön der Reihe nach. Das Ölfeld ignorieren wir da. So, die bekommen all. Ich brauche mehr davon. Und da. Die bekommen jetzt alle. Den. Da fällt mir gerade was ein. Ich häufe jetzt doch ein paar viele Module an. Nämlich die alten Einer-Module, die sollte ich hier mal reinschmeißen. Genauso wie ich die hier reinschmeißen soll, sonst wird das hier zu viel. Du bekommst die restlichen einfachen Module. Genau. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir brauchen jetzt noch halbe kleine Ärmchen. Bau davon ein paar. Also halbe. Ne, gar nicht. Wir brauchen nur stinknormale Ärmchen. Rein, 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 rein. Rein, rein. Raus, raus, raus. Ups. Raus, raus. Raus, raus. So, das heißt, es kommt jetzt hier Erz an. Das Erz wird aber nicht eingefangen. Wir verschwenden jetzt gerade ein bisschen Erz, was sich hier staut, aber das ist zu vernachlässigen, würde ich sagen. So, Capacitors sind fertig. Ich wollte irgendwas für 250 hellblaue Science Packs machen. Den hier, damit ich den da bauen kann. Auch wenn der schweineteuer ist. Und die Dinger hier und überhaupt so Sachen. 450. Distractor, Destroyer, Marauder, Sharpshooter, Frenzy. Okay, das klingt auch interessant. Aber nein, ich mache das jetzt, weil ich denke, das bringt gut was. Ja, nochmal Research. So, das sollte jetzt eigentlich das Ganze hier etwas übersichtlicher gestaltet haben. Ich hoffe, das Kupfer reicht, aber wir haben noch 14.000. War das nicht vor kurzem noch 20.000? Irr. Bauen wir ein paar mehr davon, damit das schneller läuft. So, noch ein paar mehr davon. Was? Not enough ingredients. Ach. Was fehlt denn da? Eisenplatten. Ich hole mir erstmal die Eisenzahnräder direkt von der Quelle. Du kommst irgendwie nicht hinterher, kann das sein? Weil du keine Eisenplatten bekommst? Ah, also. Wollte schon sagen, das ist ein bisschen komisch. Du bist auch fleißig am Arbeiten. Du kommst auch gut hinterher. Ich sehe momentan keine wirklichen Versorgungsprobleme. Das ist komisch. Ja. Goodie. Rote Chips halten sich auch stabil, obwohl blaue Chips produziert werden. Stahl. Stahl ist auch jetzt endlich in der Liste drin. Ist bei 117. Also unten rechts in dieser Übersicht da. Schön, 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 schön. Gib mir mal. Wow. Das dürfen Roboter machen. Apropos Roboter, bau bitte ein Roboport. Und ich hätte gerne Plastik. 200. Ah, stimmt. Logistik-Slots für den Spieler. Die wollte ich eigentlich auch noch mal mit reinpacken. Nee. Oh, noch mehr Strom. Keine Stromprobleme, keine Ressourcenprobleme. Und im Westen steht. Oh. Lalala. Wollte sagen, im Westen steht die Mauer. Schon einigermaßen okay, aber da ist ein riesiges Loch drin. Und warum ist da oben keine Munition? Oh, weil du falsch rum bist. Nicht, dass es so wirklich super viel bringen würde hier, aber, ne? Achso, da ist kein Roboport. Den hatte ich doch gerade in Auftrag gegeben. Da bist du. Oh, den muss ich wieder in die Pampa reinsetzen. Das ist nicht so gut.
So. So. Water be gone. Plop. Gut. Ihr seid auf der gleichen Höhe. Nur so zum Testen. Ja, schaut gut aus. 1, 2 Abstand. Hier gehört er hin. Du setzt dich mal da drunter. Dann hätte ich gerne Licht, 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 Licht. Ich hätte gerne hier ein paar Bäume zerstört. Und das Muster, genau. Also das Mauermuster. Zack, zack. Auch wenn es hier gar nicht wirklich benötigt wird, aber eventuell mache ich hier später den See zu. Muss ich da mal schauen. So, und das andere Mauermuster. Dum, dum, dum. Warum willst du das nicht setzen? Wegen dem Fließband? Das ist komisch. Ein Fließband. So. Und jetzt setze ich das Ding schon mal richtig, weil sonst setzt das gleich wieder falsch rum durch die Roboter. So, da haben die Roboter auch ein bisschen was zu tun. Ihr könnt euch hier aufladen. Alles total entspannt. Sehr gut. Hier haben wir auch noch ein dezentes Kupferfeld, das wir nutzen könnten. Oh, stimmt. Ich wollte noch ein Da-Drill machen, damit ich noch einen Dreier-Drill machen kann, damit, ne? Ich eventuell das hier noch weiter ausbaue, weil irgendwie die da unten kriegen gerade gar nichts mehr zu tun. Also der hier ist voll ausgelastet. Deswegen könnten wir eventuell einen zweiten ranbappen. Was jetzt ein bisschen over the top ist, aber na. Warte mal. 8,8. Oh, ja. Okay. Hier hätte ich mich dafür entschieden, doch ruhig ein bisschen mehr Strom zu verbrauchen wegen Smog, weil die Basis ja doch immer noch recht nah dran ist. Apropos die Basis, ich wollte doch eigentlich Sniper-Munition. Oh, danke. Danke, 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 danke. Sniper-Munition herstellen, damit ich die so ein bisschen runterprügeln kann. Ist aber auch schon eine Weile her, dass ich das vorhatte, ne? Seid ihr bald mal fertig, mich zu füttern? Ich hätte gerne Kohle. Hier. Ding, ding. So. Sniper-Munition. Oh, oder die besseren Schilde. Warum essen die besseren Schilde? Aber momentan haben wir ganz viele MK1-Schilde drin. Und die verbrauchen genauso Strom, wenn sie versuchen, sich wieder hochzupushen. Das heißt, wenn alle Schilde versuchen aufzuladen, ne? Die laden ja alle gleichzeitig auf, da brauchen wir ziemlich viel Strom. Nö, nicht wirklich. Komisch. Aber ja, trotzdem kann es nicht schaden, die da zu bauen. Und die besseren Batterien hätte ich eigentlich auch ganz gerne, auch wenn die 100 Stahl kosten. Was hab ich es? Dip. So. 100 von den Slowdown-Dingern. Sehr schön. Ach, geht's uns gut? Achso, sowas sollte ich ja nicht so laut sagen. Oh, Eisen. Eisen sieht irgendwie gerade nicht so toll aus. Ist jetzt auf 1,8 runter. Ich glaube, ich klaue mir ein bisschen Stahl und ein bisschen Steine. Und baue den nächsten MK3-Drill jetzt doch demnächst schon. Du, machen wir noch mehr Steine. Weil das wäre nicht gut, wenn jetzt Eisen einbrechen würde. Gib mir Stahl. Gib mir noch mehr Stahl. Da. Genau, alles her damit. So, MK3-Drill. Und brech das nächste Schildding da mal ab. Die braucht viel zu lange zum Bauen. Ich könnte auch eine Fabrik bauen für die Sniper-Munition. Aber die braucht auch Stahl, ne? Ja. Stahl und Rubber und Kohle und all so ein Gedöns. Sollte ich ein bisschen vorsichtig mit sein. Zumal jetzt auch wieder alle Roboter ausgelastet sind. Trotzdem mehr tragen können und allem. Okay. Mach das hier mal weg, das sieht doof aus. Da jetzt nicht aus Versehen draufklicken. Aber das hier könnte noch weg. Du. Boing. Goodie. So, MK3-Drill. Hier ist alles okay.
hier ist alles okay. Geh hoch. Hier. Das heißt, ich nehme jetzt einfach den Drill. Ne? Wo ist er? Da ist er. Und bapp den hier oben mit hin. Damit er dieselbe Kiste befüllt. Und dann gucke ich mal, ob das hinhaut. Hält sich einigermaßen. Das heißt, die holen schneller raus. Und ja, das sieht viel besser aus. Okay, jetzt sollten die alle schön fleißig wieder arbeiten. Gut, 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 gut. Ah, das ist echt ein Engpass, ne? Hat er recht gehabt in den Kommentaren. Ja, das Verhalten von denen verstehe ich auch nicht so ganz, weil warum warten sie hier alle, wenn sie einfach einen weitergehen könnten und da ist überall frei? Weil sie halt wirklich immer stur zum nächsten Platz gehen, ne? Ja, du Roboter. Wir brauchen ein Intelligenz-Upgrade für die Roboter. Hat Skynet bestimmt nichts dagegen. Licht, 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 Licht. Kupfer staut sich hier. Wie weit runter sind wir jetzt von 30.000? Wir sind auf 13.000 runter. Okay, okay. Also die Umstellung hat definitiv was gebracht. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt zig hunderttausend Tonnen von Draht haben. Aber es wird halt durchgehend mehr Draht produziert und auch gleich wieder verbraucht. Vorher hatten wir immer so ein bisschen Mangelerscheinung bei dem Kupferdraht. Und das hat dann alles andere, was nach dem Draht kommt, auch langsam produzieren lassen. Jetzt läuft alles total flüssig und dementsprechend wird richtig schnell Kupfer verbraucht. Also muss ich eventuell noch ein MK3-Drill bauen. Oder nee, einfach hier mehr Schmelzöfen, ne? Ja, bau mal Schmelzöfen. Kannst hier schon mal Ärmchen rein, Ärmchen raus. Ich habe keine Ärmchen mehr. Oh, ein Schild ist fertig. Du nimm ein von... Ja, mach so, ist okay. Wobei, mach so, mach so, mach so, mach. So. Schmelze. Oh, wir haben schon 4 Stück da stehen. Bau mir bitte normale Ärmchen. Ach so, genau. Und die da brauche ich noch. So. Rein. Raus, 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 rein. Warum machst du nichts? So, weil du versuchst gerade eine Kupferplatte reinzulegen. Oh nein, nicht das Problem schon wieder. Ich brauche intelligente Ärmchen. Du nimmst bitte nur das da. So, Shift rechts, Shift links, 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 Shift links. Da. Zack, zack, zack. Jetzt hätte ich gern die schnellen Dinger hier. Dann gucken wir mal, ob das soweit alles besser läuft oder ob sich das Kupfer hier irgendwie staut. Was ich schon mal merke, ist, dass sich hier der Stoff, weil die gar nicht arbeiten können, weil die nicht schnell genug weggelegt werden. Also nehme ich das mal weg. Mach hier noch mehr Ärmchen hin. Und brauche noch mehr mach einfach was. Okay. Eigentlich wollte ich eher die hier haben. So. Das sollte sich hier also jetzt nicht mehr stauen. Gut. Aber solange wir über... Also ein Puffer von 5000 Kupfer und Eisen würde mir eigentlich reichen. Eisen sind wir allerdings bei 1300, also es ist nicht so wirklich gut. Wir brauchen also hier mehr. Was ist das da? Steht irgendwie falsch drauf. Ja, wir bräuchten hier mehr. Ich kann ja mal... Warum stehst du da so komisch rum? Verlängere das hier mal nach unten. Setzt dann hier auch noch Schmelzöfen hin. Da und da. Dann hätte ich gerne noch mehr davon. Ich
hätte gerne Reinlegdinger hier und hier. Ich hätte gerne Rauslegdinger da und da. Und ich hätte gerne noch ein schnelles Fließbandding. So. Hilft jetzt ein kleines bisschen. Was mich stört, ist, dass das hier nicht reinpasst. Vielleicht könnte es einfach noch da weiterbauen oder so. Hier sind gerade Probleme. Aber sollte sie jetzt eigentlich fangen? Na, 1200. Das waren eben gerade noch 1300. Ja, muss ich gucken. Also eventuell baue ich das einmal um, dass ich den hier die alle in die Richtung baue oder so. Weil hier passt es halt echt nicht so gut rein. Auch wenn die Sachen hier auch nicht wirklich gut reinpassen, was soll's. So. Also, Logistiksystem 1 ist gleich fertig. Das heißt, wir könnten jetzt schon mal vorbereiten das Blei. Genau, ich wollte losziehen und Blei suchen, sobald es hell wird. Und Blei war, glaube ich, im Westen vor der Haustür. So. War Blei im Westen vor der Haustür? Ja, okay. Wie viel brauchen wir denn überhaupt? Wir brauchen 90 Platten plus 45 Gearwheels und die Gearwheels brauchen jeweils einen, oder? Ja. Sagen wir mal so 200 bräuchten wir. Nicht jetzt alles direkt für das Rezept, aber so ein bisschen was auf Vorrat kann auch nicht schaden. Ich denke, ich mache jetzt eine kleine Pause. Und bis zum Ende der Folge Zeitraffer ich noch ganz kurz, wie ich hier Blei schlag. Wobei, ich bin jetzt schon gleich bei 100. Die Ardite-Picke ist echt super. Also wenn ihr auch Dritec spielt, unbedingt so schnell wie möglich die Ardite-Picke holen. Ich hämmer jetzt einfach noch ein bisschen weiter, damit ich mir auf Vorrat habe. Oh ja, nächste Folge. Bauen wir denn an den Stellen, wo wir sehen, dass sich die Roboter drum scharen, da bauen wir dann diese MK1. Die Roboports MK1. Bisher nutzen wir die MK0s. Anscheinend. Dann sollte ich entweder selber Munition noch herstellen. Oder dafür eine Fabrik bauen. Und dann ist es auch schon fast mal wieder Zeit, ein bisschen Basenpisacken zu gehen. Boah, klingt gut. Also dann, bis gleich.